Der wahre Feind der SPD ist laut Randy Wagner die FPÖ. Dieser spalterischen Politik müsse man entgegentreten, statt die FPÖ-Ideologie zu imitieren. Und die FPÖ-Politik hat nicht nur mit Parteichef Kickl zu tun. Der burgenländische Landeshauptmann hatte in der Vergangenheit seine Sympathie für eine Ampelkoalition gezeigt, also eine Zusammenarbeit mit NEOS und den Grünen. Randy Wagner wollte sich in der ZIB 2 nicht auf eine bevorzugte Koalition festlegen. Befreiende Klarheit. Suchen immer nach dem, was gemeinsam haben, bevor nach dem Trennen, was trennt. Allerdings sei dies in den vergangenen Jahren nicht immer gelungen. So der Parteichef, der optimistisch war, dass allein mit Doskozils angekündigter Kandidatur Ruhe einkehre, weil ein Schlussstrich unter die Kreuzschüsse gezogen würde. Ich bin froh, dass die SPÖ jetzt Klarheit hat. Die Klarheit sei gut und befreiend. Inhaltliche Unterschiede zu Doskozil kann sie kaum ausmachen. Thematisch liegen sie wohl gar nicht so weit auseinander, auch beim Thema Migration. Doskozil will den Mindestlohn gesetzlich verankern. Verhandlungslösungen mit der Gewerkschaft hält sie für die bessere, weil nachhaltigere Lösung. Verlassen Sie die Politik, wenn Sie verlieren, auf die mehrfache Frage, wie die SPÖ mit ihr an der Spitze bessere Wahlergebnisse erzielen könne als mit Doskozil, blieb Randy Wagner stumm. Sie bezeichnete sich selbst als Teamplayer und ohne Streit und Konflikte in der Partei gewinne man das Vertrauen der Menschen. Für den Fall, dass sich Doskozil im Rennen um den SPÖ-Vorstand durchsetzt, kündigte sie an, die Politik voraussichtlich zu verlassen. Doskozil will Kanzler werden. Doskozil hatte zuvor in Burgenland heute angekündigt, Kanzler werden zu wollen. Bis zum intensiven Wahlkampf würde er als Landeshauptmann des Burgenlandes im Amt bleiben. Klar ist, dass die Funktionen als Spitzenkandidat im Nationalratswahlkampf und als Landeshauptmann nicht miteinander vereinbar sind. Spätestens an dieser Stelle werde es einen Wechsel geben. So Doskozil weiter. Mehr dazu auf burgenland.orf.at. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ist zu Gast in Burgenland heute. Er wies auch darauf hin, dass die Nationalratswahlen im Burgenland gegen Ende der Legislaturperiode enden sollen, wo im Jänner 2025 wieder gewählt wird. Die Diskussion um einen möglichen Nachfolger im Land sei derzeit hypothetisch. Allerdings sei die SPÖ Burgenland über die Landesregierung hinaus personell hervorragend, betonte er. Breites Team angekündigt. Als SPÖ-Chef will Doskozil seine Themen umsetzen und aus parteipolitischer Sicht sei das Ziel, natürlich die Nummer 1 zu werden und Kanzler in einer künftigen Regierung zu sein. Thematisch will er sich weiterhin auf den Mindestlohn konzentrieren, wo er davon sprach, auf die Gewerkschaft zuzugehen, um gemeinsame Lösungen zu finden. Er erwähnte auch die Gesundheitsversorgung als Thema. Bis das Team bereit sei, werde es aber noch dauern, sie werden sich noch gedulden müssen. Ziel sei es, mit dem Team einen Bogen über die verschiedenen Bereiche der Sozialdemokratie zu spannen, um so eine Einigkeit in der Partei zu erreichen.
Rumpeln in den Ortsgruppen. Dem Landeshauptmann ging es nie um Menschen, sondern immer um inhaltliche Orientierungen. Mehr dazu auf burgenland.orf.at. In den SPÖ-Ortsgruppen rumort es offenbar, wie das Beispiel Oberösterreich zeigt. Der Bürgermeister von Steyr, Markus Vogel, warnte in einem Interview mit dem ORF Oberösterreich vor Frustration bei den Beamten. Dosko Ziel hat als Gouverneur Verdienste im Land. Randy Wagner als Mensch Sympathien. Aber was jetzt passiert, hat beiden massiv geschadet. Und die Basis hält das einfach nicht mehr aus, sagt Vogel. Mehr dazu auf oue.orf.at. Landesparteiobmann und Oberbürgermeister Michael Ludwig erneuerte seine Unterstützung. Es wird keinen Wahlkampf geben, sagte Ludwig. Stattdessen werde es einen Diskussionsbedarf zu sachlichen Fragen geben. Wir sind eine Partei, in der sich die Menschen sehr für politische Inhalte interessieren. Diese Gespräche werden geführt, und deshalb ist der heutige Tag ein sehr guter Start in einen Prozess, den wir gemeinsam einstimmig beschlossen haben, sagte Ludwig. Mehr dazu in wien.orf.at. SPÖ-interner Wahlkampf vor Mitgliederbefragung. Nach dem Beschluss einer SPÖ-internen Befragung von rund 140.000 Mitgliedern begann der SPÖ-interne Wahlkampf Burgenlands. Landeshauptmann Hans-Peter Dosko Ziel kündigte an, eine Mannschaft aufstellen zu wollen. Parteichefin Pamela Randy Wagner will auf das SPÖ-Team setzen. Kaiser Entscheidung muss akzeptiert werden. Der Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser sagte, die Entscheidung zur Durchführung einer Mitgliederbefragung und eines Parteitags müsse nun von allen akzeptiert werden. Mehr dazu auf kärnten.orf.at. Auch aus der Steiermark hieß es, man sei froh, dass die Entscheidung einstimmig getroffen worden sei. Das Ergebnis soll verbindlich sein. Nun haben Dosko Ziel und Randy Wagner die Gelegenheit, ihre Ideen für die Zukunft vorzustellen. So der steirische SPÖ-Chef Anton Lang. Eine Wahlempfehlung wird er den Abgeordneten nicht geben? Mehr dazu auf steiermark.orf.at. Dornauer Karten liegen auf dem Tisch. Tirols SPÖ-Landesvorsitzender Georg Dornauer will im Duell um die Spitze offenbar vorerst nicht Partei ergreifen. Beide haben sich erklärt. Und mir ist klar geworden, dass es auch inhaltlich um die Partei gehen wird. Vor den Treffen hatte er sich mit öffentlichen Äußerungen zurückgehalten. Zuletzt hatte er Randy Wagner aber immer wieder festgehalten und unterstützt. Mehr dazu bei tirol.orf.at. In Vorarlberg unterstützte SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger öffentlich Randy Wagner. Mehr dazu auf vorarlberg.orf.at. Viele offene Fragen. Der Kompromiss aus Mitgliederbefragung und anschließendem Parteitag wirft jedoch viele Fragen auf. Dies beginnt bereits bei der Organisation der Befragung. Aus Sicht der Parteiführung sollte sie von der Parteizentrale organisiert werden. Dies wiederum stieß bei Dosko Ziel und anderen nationalen Organisationen auf Skepsis. Offenbar reicht das Vertrauen in SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch nicht aus. In einem Präsidium sollen nächste Woche die genauen Spielregeln festgelegt werden, inklusive der
Frage, ob nur Sie und Doskozil abstimmen dürfen oder ob auch andere Personen auf einem Parteitag aufstehen dürfen, um Glaubwürdigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Ist sie bereit, von Anfang an einen Notar hinzuzuziehen? Keine zeitliche Einigung April? Oder erst danach durchgeführt werden soll? Randy Wagner sprach sich für ein schnelleres Vorgehen aus. Doskozil steht auf der Bremse und will es offenbar langsamer angehen lassen. Die Abstimmungsmodalität, per Brief oder online, ist ebenfalls offen. Das genaue Vorgehen wird voraussichtlich nächste Woche vom Exekutivkomitee in Abstimmung mit Doskozil festgelegt. Es ist klar, dass sie jetzt keine neuen Mitglieder können, um auf diese Weise die Abstimmung zu beeinflussen. Rund 140.000 Wahlberechtigte, rund 140.000 SPÖ-Mitglieder können entscheiden, wer künftig die Partei führt. Das sind deutlich weniger Wähler als bei der letzten Mitgliederbefragung vor 3 Jahren. Die Parteichefin Randy Wagner früher um Vertrauen bat. Damals waren es 158.000 Menschen. Was bedeutet, dass die Partei seither einen starken Mitgliederschwund verzeichnet? Spannend wird auch sein, wie die Teilnahme an der Mitgliederbefragung ausfällt. Wien und Niederösterreich als wichtige Faktoren. Die Wiener SPÖ hat wohl die meisten Mitglieder. Du weißt es nicht genau, denn die Stadtpartei gibt ihre Mitgliedszahlen nicht bekannt, aus Datenschutzgründen. Wien soll Schätzungen zufolge im Bereich bis 45.000 liegen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist Niederösterreich mit rund 30.000 Mitgliedern. Oberösterreich folgt mit 23.500. Die Steiermark, wo zuletzt eine gewisse Pro-Doskozil-Stimmung zu spüren war, hat über 18.500 Mitglieder. Dort wird auf Anfrage auch das Durchschnittsalter der Mitglieder, nämlich 63, angegeben. Das Burgenland, wo eine starke Beteiligung zu erwarten ist, hat 11.831 Mitglieder. Vorarlberg, das etwa gleich groß ist und eine deutlich schwächere SPÖ hat, hat nur rund 1.100 Mitglieder. Auch die Tiroler mit ihren rund 3.000 Mitgliedern werden nicht zu laut sein. Rund 10.000 werden aus Kärnten gemeldet. Salzburg zählt nach eigenen Angaben 8.000. Unklar ist auch, wer wählen darf. Das Gesetz sieht diesbezüglich keine Beschränkungen vor. Am Mittwoch war die Rede davon, dass man für die Teilnahme 1 Jahr lang einen Mitgliedsbeitrag entrichtet haben muss, um Missbrauch vorzubeugen. Die genauen Verfahrensregeln werden jedoch erst nächste Woche im Exekutivkomitee festgelegt.